Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kundinnen und Kunden der Frankfurter Sparkasse, liebe interessierte Mitschauer und Hörer heute, ich darf Sie im Namen der Frankfurter Sparkasse ganz herzlich begrüßen. Und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu unserem digitalen Kapitalmarktausblick 2021. Die Märkte haben sich schnell erholt, sodass wir im Dezember ein neues All-Time-Hoch hatten bei 13.790 Punkten und sind bei 13.719 Punkten rausgegangen am Ende des Jahres. Und was hat Frau Dr. Traut gemacht? Über ein Jahr vorher hat gesagt, der DAX endet bei 13.500 Punkten. Das heißt, sie hat ihn nur um 219 Punkte verfehlt. Das ist eine Riesenleistung. Und es kann kein Zufall sein, weil im Jahr davor war sie nur 49 Punkte weg. Das heißt, sehen Sie also, bei den einfachen Jahren ohne Coronaviren ist Frau Dr. Traut noch unheimlich noch näher dran. Also von daher eine profunde Kennerin der Kapitalmärkte, und das wird sie uns natürlich eben auch mit ihrer Prognose gleich zeigen, wo wir dann halt eben eine Nanny haben, wo wir einen Poltergeist haben und einen Avatar. Die Bühne frei für Dr. Gertrud Traut. Vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Gäste der Frankfurter Sparkasse. Ich vermisse Sie. Ich vermisse Sie unendlich. Und diejenigen, die schon in der Vergangenheit bei diesen Veranstaltungen, weil es sind ja zwei, die die Frankfurter Sparkasse jedes Jahr macht, die dabei waren, die wissen, dass ich meistens bis ganz zum Schluss bleibe. Und wenn man sich die Frage stellt, wie geht es weiter, ist es natürlich immer auch, wer trifft die Entscheidungen? Und deswegen die Frage, die man stellen muss, ist, wer führt uns in die Zukunft? Deswegen habe ich in diesem Jahr die Nanny als Hauptszenario gewählt und mit dem Untertitel mit der Nanny durch die Krise. Und USA, das ist ja ein ganz heißes Thema. Chinesen sind zwar auch hochverschuldet, aber die Kommunistische Partei regiert einfach durch und haut das Geld raus. Und das sehen wir natürlich auch im Wachstum. China ist das einzige Land, was im Jahr 2020 ein positives Wachstum hatte. Ist es die 1,9, ist es die 3,3 oder ist es die 10%? Also 10% prognostiziert niemand. Das ist unsere Prognose übrigens für die Türkei. Und da ist es alles andere als lustig. Die 3,3%, das ist unsere Prognose für die USA. Die 1,9, und wir sind uns wirklich einig, die 1,9% ist die Prognose, die wir für Deutschland machen, und die 1,4 die Eurozone, und die 0,5% ist die Zahl vom letzten Jahr. Wir haben also die Inflation und das Wachstum. Wir gucken mal auf die Aktienmärkte. Also mit 14.000 sind wir etwa am oberen Rand. Da ist noch ein bisschen Spielraum. Also wir werden im Jahresverlauf auch die 14,5 sehen, aber zum Jahresende erwarten wir etwa nur die 14.000, weil, wie man an der Grafik sehen kann, wenn wir im Basisszenario bleiben, ist das relativ hoch bewertet. Im Vorfeld habe ich Fragen von Ihnen gesehen, da war die Frage, wann gibt es mal wieder Zinsen? Also unsere Prognose ist, dass wir tatsächlich die 10-Jährige in diesem Jahr ansteigen sehen von minus 0,5% auf minus 0,2%. Wenn Sie gerne zocken und spekulieren, ich vermute, ich habe das letztes Jahr auch schon gesagt, dann können Sie auch Bitcoin kaufen. Aber das ist nichts, was ich als Banker empfehlen kann. Wir dürfen uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, liebe Frau Dr. Traut, bedanken. Corona-konform kann ich Ihnen leider keinen Blumenstrauß überreichen. Der steht allerdings hinten für Sie bereit. Wir sagen herzlichen Dank, Ihnen alles Gute und mit der üblichen Abschlussformel in diesen Tagen bleiben Sie gesund. Wenn Sie jetzt ein Fläschchen aufgemacht haben, keine Ahnung, Bier, Wasser, Wein, möchte ich symbolisch mit Ihnen anstoßen auf ein gesundes Jahr 2021. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr physisch wiedersehen und dass wir dann tatsächlich über Inhalte reden können und hinterher gemeinsam eintrinken. Auf Sie!